Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren Folge von World of Warcraft. Wir befinden uns immer noch in Draenor. Ich mache jetzt gleich wieder unsere Runde in der Mine. Wie gesagt, das ist jetzt auch schon nur ein paar Tage her, als ich aufgenommen habe. Das sollte jetzt eigentlich am 6. September dann hochgeladen werden, wenn alles soweit fertig ist. Hoffen wir es mal zumindest. Die XP kruse ich noch ein bisschen mit. Ich melde mich auch gleich wieder an für eine Instanz. Das wurde sich hier so gewünscht. Wo haben wir es? Zack. Demnächst werde ich auch mal ein bisschen anfangen mit PvP. Weiß halt nicht, ob das genug, na ich sag mal, reichlich von XP fließt, was wir brauchen, um Level abzukriegen. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo haben wir es? Wo ist es? Da ist nichts. Da drüben doch, da ohne. Ja, was gibt's Neues? Nicht vieles. Also ich habe mir jetzt mal, ich sag mal so, ich bin am Überlegen, was ich hiernach dann spielen sollte. Hab bis jetzt noch nicht wirklich so die Idee. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ich bringe den Charakter auf 120, dann ist er erstmal fertig. Ich denke mal, da habe ich noch ein paar Tage dran, der. Weil. Es zieht sich schon an manche Ecke, finde ich. Also, wenn man jetzt bei Draenor durch ist, kann ich euch hier die Varianz zeigen, wo man mehr und schneller XP kriegt. Aber wie gesagt, das Bergbau, das ist schon einmal am Tag durch. Das gibt immer genug. Na, wo ist er dann? Da ist er noch. Und man hat genug Erze wieder, um irgendwas zu basteln. Was ich aber mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen Schleife gelassen habe. So, dann rennen wir ein bisschen schneller. So, müssen wir hier? Nein, da ist der nächste. Halt, zurück. Habe ich echt ein bisschen schleifen gelassen. Was ich auch jetzt noch machen muss, unbedingt ist der eine Kampf noch. Da kann ich auch schon gleich hingehen, kann regenerieren. Das ist jetzt abgelaufen vom 14. Geburtstag. Das sollte auch jetzt weg sein. Ja. Das war ein super netter Bonus von denen. Muss ich ganz ehrlich sagen, was kommt denn als nächstes dran? Mittwoch PvP, Rauferei, Bonusereignis, Weltquest endet. Bonusereignis, Zeitwanderungs-Dungeon beginnt. Oha. Zeitwanderungs-Dungeons sind eigentlich was Feines. Da kommt man dann halt als größerer, als glaube ich 120 oder halt bis 100, sag ich mal, in Instanzen von früher rein. Ich glaube, Pandaria war es einmal. Dann. Oh, wie heißt das? Kataklysmus? Ja, ich glaube, das waren so die Instanzen. Halt die, meistens die älteren Instanzen. Oh, fühle mich heute ein bisschen geredet, weil es war lange Nacht. Ich habe ganz wenig geschlafen. Habe noch einen weiten Weg gehabt, bis ich zu Hause war. Naja. Schauen wir mal, was es noch so wird. Das ist so eine Schnellschlussaktion gerade. Zack. So. In die Mitte ist das. Ich gehe davon aus, dass es da. Ja. Das abhole. Ich glaube, dass er da unten irgendwo ist, wo ich brauche. So, da haben wir Rätsel gekriegt und alles. Da können wir jetzt gleich. Nö, das ist der falsche. Hier ist er. Gleich wieder Aufträge erteilen. Wir sollten auch noch gleich ein bisschen verkaufen. Da. Das. Das kann alles weg. Ja, ich kann sie ja sowieso nicht anziehen. Also wieder mal sehen. So, das haben wir alles soweit. Gut. Gut, wir haben das letzte die Holzfäller-Quest gemacht. Das ist nicht eine Holzfäller. Die können wir auch noch abgeben. Da kriegen wir auch noch ein bisschen. Instanztechnisch sind es jetzt schon zwei Leute mit mir. Zack. Ja, jetzt können wir halt hier Bäumchen fällen. Das kann dann jetzt immer noch ein bisschen aufwerten. Den müsste ich noch verkaufen. Ups. Ah, okay, der hat keinen Verkaufspreis. Dann löschen wir den einfach.
Einfach mal gelöscht. Bonus Würfel, die Fähigkeiten. Nope, will ich nicht. Das könnte man machen, wenn ich zum Beispiel mehrere Anhänger habe, die dieselben Fähigkeiten Was haben. braucht Muss ihr? man dann einfach nicht Hört haben. eure Klinge. So, gucken wir mal, ob wir irgendwas aufwerten können. So, dann gehen wir hier dran, können dann hier anklicken. Nö, da fehlt auch noch ein bisschen was. Also, wie gesagt, um die Basis oder Bastion aufzuwerten, hier könnte ich jetzt zum Beispiel einen reinsetzen. Da kriege ich dann halt hier mehr raus. Habe aber leider noch keinen, wo da rein kann. So, er möchte was von Seid mir. gegrüßt. Dampfdruckkartells, nee. Erstellt 10 Geht. Arbeitsaufträge. Da muss ich hin. Ich muss aber als erstes noch hier rüber Wie kann ich euch helfen? fliegen. Dahin, Befehl. weil wir wollen ja noch der Pet Battle machen. Wir haben ja da ein bisschen was. Hier, die Bäume können wir eigentlich fällen. Die hätten wir fällen können für Aufträge erfülle. Das ist das mit dem Holz. Da brauchen wir noch 10 Aufträge. Kriegen wir aber auch irgendwie hin. Aber ein bisschen einfinden heute. Oh, Tank haben wir schon. 2 DD. Es fehlt nur noch ein Heiler und ein DD. Da geht es ja schon wieder rund. Und dann wollen wir uns eins von den drei Instanzen aussuchen. Yay! Ich tippe dann auf Blutschlägermine, weil die kriegen wir ja fast immer. So, da drüben ist die Tante. Ich glaube, da müssen wir sie nur noch einmal bekämpfen. Das heißt, dann praktisch noch einen Tag warte. Und dann können wir die. Dann haben wir die platt gemacht, dann haben wir die Quest erfüllt und kriegen dann so Bonuskrams, sage ich mal. Hier haben wir schon den Auftrag bekommen, wo wir für die Legion hin sollen. Können wir theoretisch schon machen. Wäre eine feine Sache, aber das Problem ist, ich sag mal, ich bin 98. Das heißt, die Quest ist Braucht jetzt ihr gerade mal Vorräte? freigeschaltet. Waren zu verkaufen oder zu Und tauschen? wäre jetzt noch ein bisschen arg, so würde nach hinten losgehen. Drücken wir es so aus. So, der erste. Na, hauen wir ein klein bisschen. Jetzt setzt er mal die Rüstung runter. Was jetzt aber nicht wirklich wild ist. Ich überlebe das noch. Keine Angst. Bauen wir lieber noch eine Türmchen. Oh, alle beschleunigt. Das heißt, jetzt hat er die Initiativenrunde. Okay, meiner wird jetzt definitiv sterben. Er macht sich unsichtbar. Ich hasse das. Also au verbessertes Ausweichen nennt man das Ganze. Ja, und tot. Jetzt sollte er eigentlich eine Runde rauskommen. So, da baue ich jetzt gleich noch eine, aber ne, das ne, hat nicht gereicht. Ich nehme diesmal kleinen Bling. Der ist halt böse. Der kleine Bling, nicht böse. Ja, das ändert mal gleich mal. Zack. Hat nur einmal richtig getroffen. Das ist doof. Schmeißen wir mal das Päckchen. Entweder geht jetzt drauf oder ich krieg jetzt wieder Leben. Verfehlt? Ich krieg Leben. So, dann hauen wir gleich nochmal Münze drauf. Oh, jetzt macht er sich wieder mit Ausweiche. Ich hasse das. Das ist so unnötig hinausgezogen. Ja, bringt ja alles nichts. So, jetzt sollten wir dann wieder treffen. Und das war's. So, jetzt kommt der Große. Und dann sollten wir eigentlich locker schaffen. Jo, Rüstung runtergesetzt. Das ist jetzt nicht so tragisch. 420, schade. Ich habe hier noch einen. Also so ist es nicht. Er kommt hier nochmal kurz. So, dann hoffe ich jetzt gleich, dass ich gleich noch mal zuhauen kann, richtig? Ja, das war's schon. Jetzt kommt noch mal die Münzeregel von Obbe und er ist tot. Nein, nein, ihm fehlt noch ein bisschen. Dann geben wir mal Dampfschuss ab. Zack. So. Womit kann ich Gut helfen? XP gemacht.
Noch eine Runde müssen wir gegen die Kämpfe. Das müssen wir dann nächstes Mal machen. Hier geht's weiter. Bestienmeister Thorasch getötet. Dann muss ich noch hier hoch oben weitermachen. Also wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. So, wo ist der Bestienmeister Thorasch? Der müsste ja eigentlich theoretisch in dem Häuschen da drin hocken. Da ist er doch. Haben wir gleich mal gezielt der Schuss drauf. Da dürfte man gut Energie wechseln. Ich glaube, Spinny will das alles haben. Ey, Spinny will die Aggro, nicht ich. Geht doch. Muss Spinny ein bisschen heilen. Hauen wir das noch ein bisschen raus. Hopp, der Dicke muss jetzt nicht noch dazu kommen. Muss nicht sein. Wow. Er haut nur so ein paar Blitze raus. So, und wir haben eine. Ich bin hier. Irgendwie hat er eine Kette Blitz. So, der wäre dann erledigt. Jetzt können wir hier rüber gehen. Da müssen wir noch einen. Norek befreit. Das kriegen wir auch lockerst hin. Mal gucken, ob ich an den vorbeikomme, ohne dass ich noch irgendwas zusätzlich pull. Das muss nämlich nett sein. So, wo ist er dann, der Gutste? Ich glaube, der war da drüben irgendwo. Mal gucken. Ja, muss noch ein bisschen rum. Können wir ein bisschen großzügiger rumgehen. Weil, wie gesagt, ich will nicht hier alles unnötig pulle. Hab ich Kaiser Bock drauf. So, die da brauche ich sowieso. Die kann ich dann gleich mitnehmen. Machen wir noch irreführenden Schuss auf meine Spinne. Die will das nämlich so. Jetzt kommt da noch dahin eine. So, die 25 hätte ich erledigt. So, zack. So, ganz ruhig. So, da drüben ist der Wolf, wo ich brauche. Ja, wir nehmen die einfach mit hier. Es ist ein guter Tag zum Kämpfen. Ja, ist es auch, aber ich. Ja, jetzt habe ich wieder alle an der Backe. Jo. Naja, was soll's. Spinny braucht wieder ein bisschen Heilung. Spinny vor dem Win! Kann doch das eigentlich benutzen, das heilt doch auch ein bisschen, oder? Ja, noch ein bisschen irreführender Schuss auf unser Wildschwein. Ach, unser Wildschwein, auf unsere Spinne. Haben wir sie jetzt soweit alle gleich? Bams! Arbeitstrupps bereit. Okay. So, dann befreien wir den immer. Da freut er sich ja drüber. Quest beenden, annehmen. Die hat auch noch eine Quest für uns. So, oh, falsche Taste. Jetzt müssen wir hier drumherum. Auf zum Streuner. So, das müsste jetzt da drüben bei der Kanone sein. Da müssen wir jetzt dann die Pulvermeister oder die Kanoniere, glaube ich, waren das töte und die Kanonen zum Explodieren bringen. Sollte man ohne Probleme hinbekommen. Da sind die Kanonen. Und ne, da hat das Schießpulver nicht. Also ich könnte zwar jetzt versuchen, die Kanone anzugreifen, aber das fehlt mir das schwarze Schießpulver. Dort davor brauche ich die da. Belagerungsschmiede. Da sind noch Belagerungsschmiede, ja. So. Jupp, das war der Netz.
Weil normalerweise haben die Belagerungsschmieden wie so Zündkapseln. Oder haben die es dabei? Muss mal gucken. Irgendeiner hat es dabei, das weiß ich. Ich bin hier. Schieß doch auf die Jungs drauf, Menschenskinder. So, ja, da ist doch. Das war das eine, den können wir auch noch klar mitnehmen. Einmal gleich nochmal einer drauf. Oh, ist er schon kaputt gegangen. Oh, der Schuss haut schon gut raus, finde ich. Macht eine gute Aua. Ja. So, jetzt können wir schon zwei Kanone kaputt machen. Also besser gesagt drei, das ist die erste. Ach, ich muss mal über die Seite ran. Uno. Due. Komm her. Wieder drüber dürfen wir auch noch ohne Probleme drankommen. Und der Rest. Komm, auf. Noch zwei. Das kriegen wir nicht. Das kannst du vergessen. Das brauchen wir auch nicht. Kräuterkunde haben wir auch nicht. Hier drüben sind noch zwei. Vielleicht haben wir Glück, dass die alles haben, was wir brauchen. Wäre nicht schlecht, also können uns ein bisschen Arbeit sparen, wenn die jetzt alle beide haben. Also wie gesagt, für Instanzen werde ich mich immer wieder anmelden, das bringt halt am meisten. Ja, leider nur einen. Schade. Da brauchen wir natürlich noch ein paar. Da sind auch noch zwei zusammen. Die können wir eigentlich mitnehmen, hinten dran. Oh, das sind sogar drei. Ja, schauen wir mal, ob wir das zusammenkriegen, was wir brauchen. Oh, der haut schon gut rein, der Jäger, finde ich. Alle drei kaputt. Oh, wir haben jetzt zwei bekommen. Okay, wir brauchen jetzt nur noch eins. Komm her. Den machen wir noch schnell kaputt. So, Quest beenden. Gucken wir schnell auf der Karte. Wir haben hier hinten noch einer, wo wir noch brauchen. Das ist da oben in dem Häuschen drin, glaube ich, war das mit den Plänen. Können wir ja schnell hinflitzen. Da sind die Pläne. Die brauchen wir. Ja, wir haben schon über die Hälfte gleich. Das geht ja recht fix. Bams. So, das war der. Leistet seinen Beitrag für den Clan. So, das hätte man soweit anders. Hier oben müssten eigentlich Pläne drin sein, wenn ich mich nicht täusche. Nö. Gut, das ist das mit den Haustiere. Oh, irgendwann kriege ich noch ein Herzkasper mit dem Kram da. Da ist der Erz noch. Gut, da habe ich soweit alles. Jetzt kann ich eigentlich theoretisch da hochgehen. Da wäre der nächste Flugpunkt hier drüben. Das ist kein Bäumchen, wo ich absäbeln kann. Auf, du Elchkuh, beweg dich! So, hier hinten, da müsste das hin. Müssen wir auch noch hin. Ja, und dann haben wir schon fast wieder Level voll. Da sind wir schon 99, das heißt praktisch mit 100 gehe ich definitiv rüber. Klar, natürlich könnte ich jetzt schon losgehen, in der Hoffnung, dass ich genug XP bekomme, dass ich dann schon da drüben dann 100 bin. Meistens geht es aber nicht so aus, also... Und auch nicht mit dem Equipmentstand, was ich jetzt habe, wäre das ratsam für mich.
Das geht, also die Anfangsszenarien sind schon ganz schön knackig, finde ich. Und ja, da ich nicht so der Pro-Spieler für den Jäger bin, mache ich eher ein bisschen langsam. So, aber in diesem Sinne bedanke ich mich wieder bei euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Jawohl, Randale. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt World of Warcraft. Teilt mich, abonniert mich, favorisiert mich. Vergesst die Glocke nicht zu drücken, dass ihr kein Video von mir verpasst. Und in diesem Sinne, tschuhu!